Also ich bin auf dieses Kolloquium gekommen über diese Kolumnen von Herrn Professor Quelle. Der hat mich dann auch mal besucht in unserem Unternehmen und hat mich neugierig gemacht. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sogar überrascht. Ich bin also besser als meine Erwartungen waren, stellt sich das Ganze bis jetzt dar, weil ich wirklich interessante Menschen kennenlerne, sehr gute Vorträge höre, muss ich sagen. Da bin ich auch wirklich beeindruckt. Und man hier auch in einer offenen Ebene kommunizieren kann, eigentlich mit Leuten, die einen irgendwo verstehen, wo man denkt, ja, die haben ähnliche Problemstellungen einfach. Und andererseits auch wieder Unternehmen, wo ich sage, ja, Hut ab, so, wie die das gemacht haben, da kann man, denke ich, viel mitnehmen hier. Ja, also ein Highlight war für mich schon auch jetzt gerade Herr Bingmann mit seiner Firma, dieses Disruptive. Das ist ja wirklich in einer hohen Geschwindigkeit stattfindet, wo man ja sagen würde, wenn man die Ausgangssituation betrachtet, eher beängstigend. Und wir haben jetzt ein Unternehmen, das ist 95 Jahre alt, da ist es in so einem Fahrwasser, das funktioniert gut, aber wir müssen auch schauen, wir müssen uns da auch wandeln und das ist die große Aufgabe für uns. Ich habe schon, bevor ich da bin, weiterempfohlen. Also in meiner Familie einer, der jetzt quasi auch eine Firma übernommen hat. Aber auch sonst würde ich es eigentlich bekannten Unternehmern eigentlich empfehlen, weil das wirklich ein Thema ist, das mir selber am Herzen liegt, dieses Markenthema. Das wird einem schon klarer irgendwo, wenn man sich mehr damit beschäftigt, was es eigentlich alles bedeutet.